Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer, ja. Im letzten Part haben wir hier das Deku-Spiel beendet und ja, wir haben leider nur ein Skulltula-Symbol bekommen, was sehr, sehr traurig ist. Ich hatte große Hoffnung in das Spiel gesetzt hier, dass wir was Schönes bekommen. Und jetzt erstmal wieder I wish you a Merry Christmas. Leute, ich wünsche euch eine frohe Weihnachten. Ja, ich habe noch eine Idee gehabt, bevor wir zurückkehren zu Ocarina of Time und in den Waldtempel gehen. Nämlich, ist es hier? Nee. Ich wollte nochmal zu den Liebespaar gehen, die mit uns Minispiele machen. Am dritten Tag machen die doch das Minenbowling, oder ist das am ersten? Das sollte man theoretisch ja machen. Ah nee, das ist für einen Bogen. Wir müssen am ersten Tag mal zu denen gehen, oder am zweiten. Da, wo man das Minenbowling-Spiel machen kann. Weil das können wir ja mittlerweile tun. Okay. Außerdem, ich würde ganz gerne zum Kuriositätenladen nochmal gehen. Aber der macht das 23 Uhr auf, richtig? Achso, warte mal. Aber der ist ja beim Postboden drin, also macht der schon früher auf? I don't know. Egal, lass mal reingehen. Post Office. 9 a.m. to 3 p.m. Aber der macht in den letzten... Oder war es jetzt hier? Nee. Ja, ja. Merken wir uns das? Ich glaube, ich cutte mal kurz, Leute. So, und da sind wir wieder. Ich habe gerade schon gecheckt, wir können den Laden betreten. Musste aber leider feststellen, es ist nur ein Rubin, der hier rumliegt. Was soll denn das? Dafür bin ich hergekommen. Ah. Naja, gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir kehren mal zurück nach Ocarina of Time und begeben uns mal in den Waldtempel. Ich bin gespannt, ob wir da vielleicht ein Item abgreifen können. Ja, es wäre auch toll, wenn wir mal... Achso, warte mal. Können wir mit der Pluma eigentlich auch andersweitig fliegen? Oder kommen wir nur da hoch? Das habe ich noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Warte mal kurz. Das will ich mal kurz auschecken. Wir haben ja hier die Mondträne. Guck mal. Take it. Herzchen. Ja, komm, hau ab. Hau ab, keiner will es sehen. Zack, einmal zum Deku-Kerl. Wie weit fliege ich da hoch mit der Blume? Komme ich damit? Schaffe ich das? Ach ja. Cool. Siehst du, wusste ich gar nicht. Da könnte man sogar da hinten vielleicht die Schatzkiste erreichen. Wahnsinn. Ein Rubin. Oh Mann. Okay. Ich dachte, jetzt ist schon vorbei. Aber nein. Normalerweise gibt es da keine Cutscene. Soweit ich weiß. Ah, ich glaube, das wird nix, oder? Ah, doch, warte mal. Es könnte vielleicht doch was werden. Wenn ich jetzt einfach hier nur jump. Warum jumpst du nicht? Alles klar. Okay, wird nix. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir kehren mal zurück nach Majora's Mask. Nach Ocarina of Time. Ja, ich denke mal, sonst können wir nichts mehr weitermachen. Gut, ja, hier müssen wir die Zeit jetzt wieder ablaufen lassen. Das Geld müsste ich vielleicht mal noch auf die Bank bringen dann. Wir gehen jetzt aber erstmal in den Waldtempel. Wir haben ja sogar einen Teleport-Song dahin. Also es spricht eigentlich sogar vieles dafür, dass wir da reingehen. Und vielleicht das ein oder andere Item sogar mitnehmen können. Also ich hoffe halt, dass wir da irgendein Item haben, was wir mitnehmen können. Es ist ja auch nicht gesagt, dass es der Waldtempel ist, ne? Vielleicht ist es ja auch randomized. Man weiß es nicht. Denn ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das... Hallo, Sanja. Stimmt, vor ihr kriegen wir ja auch noch was, oder? Oder haben wir das schon? Ich glaube, wir haben es schon. Ich glaube, wir haben es schön. Ja. Jetzt müsste man nur noch zielen können. Das ist halt ein bisschen buggy irgendwie. Okay. Ja, dann gucken wir mal, ne, was da so abgeht im Waldtempel als Kind, vor allem. Schön Final Fantasy 10.
So, meine Lieben. Da oben gibt es auf jeden Fall auch eine Skulltee. Ich freue mich, Leute. Schön Waldtempel. Geil. Als Kind vor allem. Mega cool. Okay. Kann ich jetzt vielleicht einen Bogen benutzen? Nö, hätte sein können. Aus unerklärlichen Gründen, dass es auf einmal geht. Okay, es nervt mich halt mega, dass ich keinen... eine Fee. Na gut, die nehmen wir auf jeden Fall mit und tragen hier mal die Nummer 23 ein. Und können hier auch die erste Schatzkiste öffnen. Wir haben ja zwei Schlüssel, ne? Ich meine, da kann man auch ein bisschen was mitmachen. Ein bisschen. Richtig cool, ich freue mich. Ah, 5 Rubine, sag mal. Toll. Da freut man sich doch über die ersten Items. Okay, weiter geht's. So. Ja, es nervt mich halt mega, dass ich keinen Punkt habe. Hat das was mit... Es hat bestimmt was damit zu tun, dass ich kein Erwachsener bin. Das ist bestimmt ein bisschen buggy oder so. Ein bisschen. Okay. Wir haben hier erstmal noch eine Skulltee irgendwo rumhängen, ne? Die hole ich mir auf jeden Fall. Hängt die nicht hier irgendwo? Genau. So. Was haben wir denn da? Ein Song. Oh, Sarias Song. Jawohl. Sarias Song. Damit... Wir könnten damit zu den Fröschen. Wir könnten das dem Horror-Kid vorspielen und wir könnten es Darunia vorspielen. Das ist schon mal geil. Sarias Song und Nummer 24. Okay. Schön, 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 schön. Ja, das lohnt sich doch schon mal. Okay, ansonsten... Da können wir halt nicht reinschießen. Doch, wir können da reinschießen. Wir haben ja die Zwille. Die Zwille. Stimmt. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Wir gehen aber erstmal gerade durch. Denn da wartet jetzt erstmal ein schöner Skelettkrieger auf uns. Ja. Okay, komm, egal. Let's fight. War das schon immer zwei? Schau mal, wir nehmen direkt den hier. Shit, ey. Der Damage ist natürlich überirdisch. Ich sollte mich ein bisschen konzentrieren, glaube ich. Schön Wirbelattacke spammen. Komm schon. Okay. Den nehmen wir mit. Okay. Und da haben wir es auch schon. Erstmal einen Schluck Kaffee, würde ich sagen. Oh, den haben wir uns verdient. Ah, ist ja gar nicht warm. Zum Glück. Ah, die bringt nicht mal was für Majora's Mask. Ich meine, jetzt hätte sie mir sowieso nichts gebracht in dem jetzigen Zustand von Majora's Mask. Weil ich ja nur 5 Minuten habe, aber naja, egal. Egal. So, dann hätten wir das schon mal clear. Hat halt jetzt nicht wirklich was gebracht. So, dann könnten wir den linken Weg können wir auf jeden Fall gehen. Wir haben ja sogar den Zeitsong. Das ist ja auch sogar leicht so gewollt. Das passt ja irgendwie alles. Der Zeitsong. Wir haben einige Schlüssel. Da oben ist eine Skulltee. Könnt theoretisch schon mal gucken, was die Skulltee hat. Ob die lohnenswert ist. Ach, ich hole sie mir eh. Aber trotzdem gucke ich mal. Die Musik ist ganz schön. Passt auch ein bisschen zum Waldtempel. Was ist denn das? Boah, ich kann es gar nicht erkennen. Könnt ihr erkennen, was das ist? Ich hätte jetzt gesagt, irgendeine Maske oder so. Boah, I don't know. Okay. Sollten wir auf jeden Fall holen. Es ist ja auf jeden Fall irgendwas. Oder es ist ein Minus-Rubin. Das könnte auch sein.
Könnte auch Minusrubin sein. Okay, ich würde sagen in den Brunnen, oder? Wir müssen aber erst das Wasser ablassen, ja. Ich glaube, irgendwie deucht es mich, dass die Tempel doch nicht gerandomized sind. Warum auch immer. Ich dachte eigentlich, ich habe das eingestellt. Aber es ist mega cool, dass man da so als Kind rein muss. Das finde ich irgendwie sehr, sehr geil gemacht. So. Jetzt ist die Frage, die große Frage, die ich mir gerade stelle, kann ich mit der Zwille, also mit der Schleuder, kann ich damit auch die Porträts abschießen und die Geister rausholen? Das wäre ja mal sowas von cool, wenn das gehen würde. So. Shit. Das wäre echt cool. Würde ich feiern. Ich bin so gespannt, ey. Also der Randomizer gefällt mir bis jetzt super gut. Das ist ja mal mega. Auch so, dass du halt als junger Link in die Dungeons rein musst. Das war wieder schade. Mega cool. Den Hammer haben wir ja auch schon. Den Hammer haben wir auch schon. So, warte mal, da muss ich doch... Den Hammer haben wir auch schon. So. Der Brunnen ist empty, Leute. Ansonsten gibt es hier ja auch nichts weiter, oder? Ist hier noch was zu holen? Doch, da ist ein Skulltier und da ist eine Schatzkiste. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Da könnte ich mir jetzt schön zwei Items erstmal holen. Machen wir jetzt auch. Also ich erinnere mich. Aua. Dass man sich an die Schatzkiste so ganz komisch ranziehen kann. Und damit kann ich vielleicht auch so ein bisschen was skippen. Ah, ne, kann ich nicht. Das ist Quatsch. Obwohl, kann ich die Vogelscheuche rausholen. Aber das geht nur als Erwachsener, glaube ich, ne? So, das ist jetzt halt, das ist jetzt halt so die Sache. Ja, 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 hat geklappt. Geilo. Okay, Schatzkiste. Skulltula-Symbol. Aber die eigentliche Skulltula kommt jetzt hier und wir kriegen schon wieder eine Fee. Das gibt's doch gar nicht. Wie viele Feen es hier nicht gibt. Bäume in Ocarina of Time. Wir kriegen ja nicht mal Herzen aufgefüllt. Das ist ja ein bisschen traurig, oder? Okay, Vogelscheuche kommt nicht. Aber ich denke normalerweise... Normalerweise kommt die nur als Erwachsener, ne? Okay. Schauen wir mal. Die Musik ist schön. So, Schatzkiste. Die Kunisse. Ah. Schade. Viele Sachen, die man nehmen und holen kann. Aber bis jetzt nicht so krasse Items. Okay, wir haben einmal Salias Song bekommen. Da will ich mich nicht beschweren drüber. Aber man hätte, glaube ich, auch bessere Sachen bekommen können. Okay, wir sind hier fertig, ne? Da oben ist noch eine Skulltie, die müssen wir uns dann halt holen. Da müssen wir aber erstmal wieder da rauskommen. Okay. Ansonsten... Wir haben zwei Schlüssel. Wie weit kommen wir mit zwei Schlüsseln? That's the question. Wir haben auch noch den Sun Song. Also mit denen können wir auch noch ein bisschen variieren. Denke ich. Gibt es hier noch andersweitig Skulltees? I don't know. Okay. Weiter geht's. Hallo. Das könnte jetzt problematisch werden, weil hier muss ich Blöcke verschieben. Ich weiß nicht, ob das der junge Link oder die junge Saria schaffen kann. Das müssen wir sehen. Ich meine, wir haben die Kraftarmbänder, ja. Ja. Aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben Sarias Song. Damit kann man ja auch schon mal ein bisschen was machen. So, wir gucken mal.
Doch, die kann das schieben, Alter. Ja, klar kann die das schieben. Ist das cool. Ach, cool. So. Schön. Also die Musik ist so ein bisschen traurig, melancholisch. Passt eigentlich ganz gut zu dem Tempel, finde ich. Aber das ist ein Problem. Die kommt nicht da hoch. Das ist ein Problem. Oder könnte zumindest eins werden. I think. So. Ich weiß nicht, kann ich hier... Guck mal, hier mit der Zwille und dann kann ich mir noch eine Schatzkiste holen. Hehe, ist das cool. Ja, es passt irgendwie, ne? Voll nice. Ach, das gibt's doch nicht. Nur dieser eine Rubin. Okay, ja, da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich wieder da. Jetzt komme ich aber, weil ich zu klein bin, nicht den Felsblock hoch. So, ihr merkt das Problem, ne? Also theoretisch würde ich noch ein bisschen weiterkommen. Aber ich bin zu klein. Scheiße. Okay. Jetzt ist die Frage, kann ich irgendwie ein bisschen tricksen? Kann ich zum Beispiel darüber jumpen irgendwie? Ich jump ja nicht weiter, das ist halt auch so ein Problem. Okay, das war's, glaube ich. Ich glaube, weiter kommen wir erstmal in den Waldtempel nicht. Man muss tatsächlich erwachsen sein an einigen Stellen, sonst, ja. Geht es, glaube ich, nicht weiter. Es sei denn, ich habe irgendwas, ich übersehe irgendwas. Aber ich glaube nicht. Nee. Ich denke, das war's erstmal. Okay. Weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, ich glaube, hier sind wir jetzt erstmal fertig. Wir haben Saya Song bekommen, wir haben den Sandsong. Ein bisschen was können wir, glaube ich, noch machen. Und auf irgendein schönes Item hoffen. Port mich mal kurz raus. Lost Woods ist eigentlich eine ganz gute Stelle erstmal. Da werden wir dem Horror-Kid einmal Saya Song vorspielen. Genauso wie Darunia. Waren hier drinne? Was war denn hier nochmal drinne? Ah ja, okay. Ich erinnere mich. Das ist alles erst für später. Da brauche ich... brauche ich erst doch alle Masten. Okay, aber ansonsten... Wir haben halt hier in dem Spiel immer noch nicht eine Flasche, ne? Das nervt mich ein bisschen. Sonst könnten wir auch die ganzen Käfer-Dinger abfarmen. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Naja, egal. Gut. Dann einmal hier. Nee, das war falsch. So. Tü-tü-tü. Okay. Take this. Yay! Danke! Mag der das eigentlich auch? Kriegt man nicht... Mag der das? Warte mal, ich guck einfach mal. Nö, das mag er nicht. Okay, dann gehen wir einmal zu Darunia. Ach da, zu Darunia kommen wir ja gar nicht. Da fehlt uns ja der andere Song. I forgot it. Okay. Aber wir können den Fröschen noch was vorspielen. Und ich könnte was ausprobieren. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und es könnte sein, dass das halt relevant ist, was ich davor habe. Maybe. Ich habe gerade noch eine Idee. Ja, die Sims.
So, wir gehen gerade wieder in den Überlänge-Modus. Guck mal. Ich habe die Feuerrüstung. Das funktioniert, ey. Yo. Okay, wir sind hier in Majora's Mask gelandet, mal wieder. Natürlich. Mann, auch das war ein Reinfall. Schade eigentlich. Fanden, das war eine gute Idee, oder? Was meint ihr? Ja, der Runia funktioniert natürlich auch nicht, weil wir brauchen ja erst das Wiegenlied, um die Tür zu öffnen. Logisch. Anders geht das ja nicht. Ich habe aber noch eine Idee. Der Sansong. Sansong. Tag und Nacht Musik, keine Ahnung. Wie heißt das im Original? Ich habe immer das Problem damit irgendwie. Der Sonnensong? Der Sonnensong? Sonnenlied? I don't know. So, pass auf, hier, ne? Entsteht nämlich eine Fee. Okay, aber die ist nicht gerandomized, schade. Dachte vielleicht, weißt du, ist gerandomized dann und dann kann ich da easy noch eine Fee absahen, aber nö. Geht leider auch nicht. Was können wir noch mit dem Enterhaken machen? Kann man da noch irgendwas mit bezwecken? Müssen wir tatsächlich in Majora's Mask noch weitermachen? Ich meine, ein paar Ecken fallen mir noch ein, die wir in Majora's Mask machen könnten. Ach ja, hier ist er dicht. Okay, Leute, ich glaube, ich werde mal außenrum latschen. Und wir werden im nächsten Part damit starten, dass wir den Fröschen mal was vorspielen. Und ansonsten, ja, geht's zurück nach Majora's Mask. So sieht's aus, denke ich. Ja. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.